Jetzt wird's eng. Wir müssen was essen. Ganz toll, jetzt ist unsere Kugel weg. Und die werden wir so leicht nicht mehr aus dem Wasser kriegen. Nicht an meine Kugel. Das kann ich jetzt echt vergessen. Hallo? Tja, ohne die werden wir nicht weit kommen, schätze ich mal. Tja. Da sind wir nun. Ohne Kugel. Aber dafür wieder mit Pferd. Das ist jetzt ein wenig nervend. So leicht werden wir nämlich nicht an die Kugel kommen. Falls wir die überhaupt noch mal irgendwie aus dem Wasser kriegen. So, ich glaube, ich krieg die nicht mal mit dem Modul hier raus, oder? Ne. Oh, das könnte funktionieren.
erstmal wieder Energie hier. So, theoretisch müssten wir doch eigentlich direkt rüberkommen, wenn wir die Eismethode benutzen, oder? Oder stelle ich mir das jetzt einfach wieder zu leicht vor? Ich probier's mal. Oder auch nicht. Okay, vergiss es. Ich laufe die Strecke. Sicher ist sicher. So weit war es jetzt auch nicht mehr. Dann kriegen wir einen neuen Tempel und wir können uns das Pferdchen schnappen und wieder wegreiten. Und das ist doch mal ein super Plan. Hoffen wir nur, dass er auch so funktioniert. Zumindest kommen wir mal gut vorbei. Oh. So, der lässt uns in Ruhe. Wir haben es ja gleich geschafft. Und da sind wir nämlich schon. Aber. Da erscheint ein Tempel. Sehr, sehr gut. Ja, damit können wir arbeiten. So, das kennen wir ja. Und auf in den Tempel. Mal schauen, was uns da für eine Prüfung erwartet. Und immerhin schon 7 Zeichen. Das wird unser 8. Wir müssen gar nichts machen. Und die Prüfung war wahrscheinlich, die Kugel einzusetzen oder hierher zu bringen.
Na dann, wieder ein Schrein mehr. So soll das sein. Jetzt müssen wir nur noch irgendwo beten gehen, damit wir unser Leben erhöhen können. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So soll man eigentlich hier noch rumliegen. Sieht aus wie Deko. So, da hinten ist unser Pferd. Na, wir laufen außen rum. Eine Krabbe gefangen. So, da hinten ist ein Schwertfisch oder was? So, wir sind gleich wieder am Pferd. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. La la la. Ich sehe doch schon unser Pferdchen. Alles gut. Und wir können sogar noch eine Krabbe einsammeln. Oder zwei. So, auf geht's. Mal schauen, was die noch für Pferde haben. Vielleicht sind die ein bisschen besser. Und jetzt alles mit Flecken. Wenn die einen Schimmel oder was haben, dann würde ich lieber das nehmen. So aus, glaube ich. Naja, wenn man es braucht, die Pfeile nehmen wir auf jeden Fall mit. Pfeile hatte der andere nicht. So, wir haben schon mal den Tempel. Jetzt können wir uns noch den anderen holen. Oh,
kurz. Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss hier weg. So, ich weiß nicht, können wir an der Küste? Da können wir bestimmt entlang reiten. Ich würde mir gerne noch den Schwertfisch angucken. Ich meine, wenn wir schon mal da sind, warum nicht? Das ist wieder so eine Festung, oder? So, vielleicht können wir den überrennen. So, mit was könnte ich das jetzt betreiben? Ich habe keine Ahnung. Mir fehlt so irgendwie das Dekoblatt. Und damit könnte ich wenigstens arbeiten. Aber egal. Wir gehen weiter. War nichts Besonderes. Wir holen uns nämlich jetzt den Schrein da oben. Und dann schauen wir mal, wo es uns hinführt. Feinde haben wir ja noch nicht genug. Zumindest nicht für den Wasserdämon von Ganon. Da sollten wir noch ein paar sammeln, bevor wir uns damit anlegen. So, wo war denn hier der Schrein? Da ist er doch. Da kommen wir sogar noch mal ins Tal. Das ist gar nicht so schlecht. Denn da wollte ich noch was gucken. Das machen wir mal zuerst. So, hier gibt es glaube ich nichts, oder?